Guten Morgen, liebe Leute. Was geht? So, ich sitze hier in der Küche. Meine Frau ist schon wieder im Krankenhaus, hat einen Termin wegen Lumen, Beratungsgespräch, irgendwas. Und ich passe heute Morgen in der Zeit auf die Kinder auf. Es ist jetzt, 7:45. Um 9 hat sie den Termin. Ich hoffe, sie sind spätestens um 11 wieder zu Hause. Weil ab 11 möchte ich im Laden sein. Das ist Fakt. Jetzt gucken wir mal bei eBay und bei YouTube und bei eBay, was so los ist, ob sich da was geändert hat. Dann erstmal Frühstück oder esse ich Frühstück mit den Kindern. Und dann bin ich im Laden. Dann muss es losgehen. Heute ist ein schöner Tag. Wir schauen mal, was der Tag bringt. Juhu, ich darf gleich in den Laden. Yeah, 12 Uhr oder so. Und ich gehe gleich in den Laden. Endlich im Laden. So, jetzt fehle ich mal wieder die Treppe. Hätte schon wieder Zeit. Und glaubt ihr, was da so anfällt? Ja, bei mir nicht. Bei dir? Ja, nicht. Wie, nicht? Ist ja erschreckend wenig. Ja, nicht. Hier, den hässlichen Schirm habe ich abgekauft. Ich wusste selber, ich hätte nie gedacht im Leben, dass ich mal so einen Schirm kaufen werde. Aber ich habe halt die Lampe und da, ja. Und da passt ja dazu, das war mein Errungenschaft von gestern. Teddy, Teddy, Teddy. Ja, ich habe nur den Schirm gekauft. Um Gottes Willen, ey. Ich dachte auch schon, was ist mit dir los? Mit mir los, aber... Ja, Dienstag war hier, letzte Woche. Uwe drin war und dann stand hinten auch ein Karton. Ich habe den Karton noch aufgemacht. Da unten nur so eine grüne Marmorplatte gesehen, oder? Ja. Sah für mich einfach nur so nach Kochen aus, wie ein Schneidebrett. Ja. Ja, aber dann kommt der Uwe nach vorne und sitzt da wie Bronzeenten drauf. Ja. Wiener Bronze. Ja, Wiener Bronze nicht. Nee. Ja. Der und? Zehner. Oh. Ja. Ich denke, warte. Ja, ich kenn mal. Leider lang auf dem Ding, lang Kabel. Ich habe bis diese grüne Platte gesehen. Ich denke, oh, Schneidebrett. Oh Gott, weil da war nur neues Zeug drin. Setz mal hin, Uwe kommt hier nach hinten, kommt zurück mit dem Ding. Sitzen zwei Bronzeenden, die eine so und die andere dann irgendwie so am Fressen. Zehner nehme ich. Hat er nicht mal gehandelt, hat er gesagt, ja nehme ich. Nee. Ja nehme ich. Der Uwe so, ja nehme ich. So, das war der Arnim. Arnim. Arnonymus. Arnimus. Der Arni muss nach Hause gehen. Ja, das sind dich Wunderschön. Wunderschön. Oh, perfekt. Harz. Hier sehen wir Harz 4. Harz. Fertig. Zack. Hier verschlossen. Das wird noch verschraubt. Zack, zack. Und gut. Hier schenke ich dir die Hand auf. Wieso schenkst du mir halt was? Die Hand auf. Mach die Schwabüchse. Mach mal drin. Wolfgang, erste Geld heute. Ja? Ja. Ah, nein, ich musste einfach heute mal raus, kurz vor der... Ja, muss auch mal einkaufen gehen, ne? Ja, ich hatte mir noch ein bisschen was, aber trotzdem musste ich mal raus, ne? Und mal kicken da, und so viel mir mal so viele Scheiße da. So viel Kupfer? Ja. So viel Kupfergeld? Ja, ist noch was dazu. Noch was? Ja. Wolfgang, der schmeißt ja schon Geld um sich hier. Der Wolfgang verschenkt Geld? Ja. Das ist ja ein Ding. Jo, 100 Euro, das ist mutig, das ist viel, das würde ich nicht bezahlen. Egal, hier, so sieht das jetzt aus. Ich werde das Ganze wohl dann doch noch versetzen. Ich wusste ja nicht, dass ich hier eine Abschlusskante jetzt hier noch ansitze. Aber mit, oh, jetzt schmeckt das gleich wieder voll. Alter, was bist du heute mit Schmieren? Egal. Also werde ich das Ganze ein bisschen rüberschieben, das ganze Brett. So. Ja, aber so sieht's aus. Und dann wird das auch verschraubt. An die Wand und fertig ist. So, jetzt ist es fertig. Jetzt habe ich das komplett eingebaut. Hier ist es abgeschlossen. Das Stromkabel ist hier angeschlossen fest. Das kann man auch nicht mehr rausziehen, sozusagen. Ich habe jetzt hier komplett mein
iPad eingebastelt. Man kann es nicht klauen, auf die Schnelle zumindest nicht. Wer sollte das klauen, das ist schon uralt. Aber man weiß ja nie. So, also nicht wundern, wenn ich hier nicht kommentiere, arbeite jetzt hintereinander weg. Hier vielleicht nochmal was ich einzeln zeigen kann. Und zwar folgendes Problem. Der blockiert, weil der ist sehr schwergängig hier, der Freilauf. Na, der hackelt. Der muss getauscht werden, der Zahnkranz, Freilaufkörper etc. Ich denke immer, da kommt einer runter, aber da kommt gar keiner. Die knirschen alle nur am Laden vorbei. Jetzt baue ich das Ding erstmal aus und schaue mir das mal an. Ob ich das überhaupt ausbauen kann. Zahnkranz angeschaut und was muss ich sehen? Oh. Und was muss ich sehen? Schauen wir noch mal, ob ich das abgezogen kriege. Da muss ein neuer Kranz rauf. So. Total verharzt innen drin. Vielleicht kriegt man das gespült. Mal gucken. Jo, läuft wieder. Mensch, läuft wieder wie ein junger Dreh. Auf alle Fälle. Gesunde Klackern. Probiert mal im Rad drin. Zwei Minuten, lass ich mal rufen. Fünf. 4, 3, 2, 1, 0. Mensch, ich stehe schon langsam. Zwei Minuten schon. Stopp. 2 Minuten 30, ganz genau. 2,5 Minuten.
Das ist so schlecht nicht. Damit zählt das als geheilt und kann als geheilt entlassen werden. So, ich bin wieder im Keller. Und Frauchen war ja nochmal beim Arzt. Wegen unserer Tochter haben wir jetzt ganz schön viel zu tun gerade. Viele Termine. Jetzt bin ich im Keller und baue ein bisschen Zeug auseinander und sortiere ein bisschen was weg und guck mal. Ja, was soll ich sagen? Ist gerade stressig. Ein bisschen. So richtig los ist hier nichts. Also seid nicht sauer, wenn es gerade mal nicht so interessant ist bei den Vlogs, aber so ist mein Leben halt im Moment. Weniger los im Laden, mehr los im Leben. Es ist immer was zu tun, egal was. Und wenn es die Familie ist, die Familie ist wichtiger als der Laden. Das muss man am Ende auch bedenken. Natürlich ist der Laden auch wichtig für die Familie. Und beides muss laufen. Aber wichtiger ist halt im Endeffekt die Familie. Und da bin ich jetzt ab und zu mal oben und der Laden ist zu und das ist, das ist ein bisschen nervig. Aber das muss ja halt so sein, das muss so sein. Das muss einfach so sein. Ist auch in Ordnung, alles cool. Wichtig ist, dass meinen Kindern gut geht. Dass wir alle was zu essen haben. Alle gut versorgt sind. BMX von oben. Ja, ich mach ein bisschen sauber. Alles Neuteile. Die ich mal für Showzwecke einfach zusammengebaut habe. Der Teil, der Lenker, die Gabel hier. Ist das sauber gemacht werden? Guck mal, die sind alle neu eigentlich. Stand nur irgendwie jetzt 3, stimmt gar nicht, stand 6 Jahre, 5 Jahre oder so im Laden rum. Ich sortiere ein bisschen, kommt mit. Ich sortiere ein bisschen drüben, ich mache ein bisschen hier und da. Bin da. Weiß auch nicht, ich muss mich beschäftigen. Ey. Das ist echt so langweilig. Bin so ein Typ, ich brauche was zu tun, weißt du? Ich kann jetzt hier nicht so rumgammeln. Ich geh mir richtig auf den Sack gerade. Zweimal Dynamos, aber alte. Original verpackte. DDR. Gebe ich natürlich so nicht weg. Würde ich jetzt so nicht verkaufen. Komm mal an irgendein Projekt. Hier ist noch ein Dynamo. Noch älter, richtig geil. Gebe ich natürlich so ohne weg, kommt ein Projekt. Ja und so weiter. So läppert sich das zusammen. Da hat man den ganzen Scheiß überall rumliegen, statt mal an einen Punkt. Und wir haben ja eigentlich einen Punkt dafür. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das ist das Problem hier bei mir. Okay, was soll ich sagen, liebe Leute? Der gute Mann hat sein Fahrrad draußen stehen gehabt und ihm haben sie das Rad geklaut und ein bisschen zerstört. Jetzt soll ich das wieder hinbauen, tatsächlich. Ach, wie ich sehe, Vorderrad muss eh im Arsch gewesen sein. Der Bremsbelag schon total runtergebremst wieder. Hier guckt das Metall raus. Wahnsinn, dass Leute so lange bremsen. Da hat er recht. Na gut, das kann man gerade noch so durchmachen. Läuft doch wie geschmiert. So. Okay, das Hinterrad ist kaputt. Hier, ich zeig's mal. Das muss ich ja filmen. Glaubt mir sonst der gute Mann vielleicht nicht. Hier. Da. Hier, es wölbt sich auch schon arg nach außen. Das geht gar nicht.
Hier knickt voll die Felge ab. Das ist Müll, das ist durchgebremst, das ist im Arsch. Das kann ich nicht machen. Also baue ich es um. Ich baue es um, definitiv. Du brauchst ja ein neues Hinterrad, dann kriegst du den ganzen Laufradsatz, den ich neulich von dem Jutenrad geschlachtet habe. Ja, und das ist natürlich, das kostet natürlich ein bisschen was. Aber dafür ist es dann fertig und komplett und gut und wie neu eigentlich. Das Einzige, was ich machen muss, ist das Ritzel hier umbauen. Weil das ist 6. Und da brauchen wir 7. Ja, aber das ist ja schnell gemacht. Seid ihr dabei? Ja, seid ihr dabei. Könnt ihr alle gucken, wie ich das mache. Ey, ja, kommt gleich zum anderen. Ey, das Schaltwerk, das habe ich gar nicht gesehen. Das Schaltwerk ist ja auch im Arsch. Ey, das siehst du erst beim Bauen. Das geht nicht. Das kannst du vorher nicht sagen, Preis. Ich mach mal, was ist mit dem Schaltwerk los? Was ist denn das? Total schief. Krumm. Keine Spannkraft mehr hier. Was ist denn das? Ist das nur verhakt oder was? Na, ich hoffe, ich krieg's gerade gebogen und ach, das tut schon irgendwie. Das ist richtig Arbeit. So, Hinterrad ist raus. Jetzt fuckt. Schaltauge ist verbogen hier. Total verdreht. Schaltwerk ist es wahrscheinlich nicht mal. Nur das Schaltauge. Jetzt muss ich einspannen, den Schraubstock und ein bisschen gerade biegen. Ist der Rahmen verbogen hoch oder was? Der muss ab, der ist 6-fach und der alte 7er muss auf. Ja, ja, so ist es. Konzentration bei der Arbeit. Können wir beiseite packen, der ist noch gut. Oder? Ja. Jetzt nehmen wir das Müllrad hier, das mit der verbogenen Felge. So, man kann das wieder aufhalten. Und der hier, der ist nicht mehr so gut. Furcht mal. Der hört sich ja nicht an. Ich mal den. Der ist gut. Aber wir brauchen 7-fach. Was soll ich machen? Einmal sauber wischen. Und das auch noch neu machen. Jetzt sind auch wieder, was wir sehen, 15 bis 20 Euro mehr. Das geht nicht. Dennoch ein bisschen Fett auf die Winde. Mit dem Versiegeln von hinten sehe. Wunderbar. Gut, ich würde mal sagen, der Draht ist fertig und Bremsen funktionieren, Schaltzug funktioniert wieder, habe ich jetzt nochmal reingemacht. Seht ihr denn bei Tommy repariert in einem extra Video? Schaltzugwechsel. Siebenfach Kettenschaltung. Und müssen wir mal gucken, wie teuer das jetzt geworden ist für den Kollegen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Bremszüge wieder gängig gemacht. Ja? Dann haben wir Bremsbelag vorne gewechselt. Laufradsatz gewechselt, Schaltauge gerichtet, Schaltzug erneuert, Schaltwerk eingestellt, Kette gefettet. Ja, und das war erstmal, ich denke mal, das reicht auch für den Herrn. Das sollte erstmal genügen. Am Freitag holt das ab, hat er gemeint.
Na dann. Hauptsache, er ist damit zufrieden. Wir kriegen jetzt zusammen. Ich würde auch mal sagen, fast. Warte mal, ich guck mal kurz auf den Wecker, wie spät es ist. Ich habe ja nicht Glück, ich habe ja hier 20.03 Uhr. Also ich möchte mal behaupten, für heute war es das doch. Da wird keiner mehr kommen. Also, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, kameratechnisch, sozusagen ausleuchtungstechnisch sieht das ganz gut aus hier. Wurde mir ja schon gesagt von dem Andi, dass das eigentlich ganz toll aussieht. Und ja, sehe ich ja selber dann gleich beim Schneiden. Also wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.